Und zwar erstmal Hallo. Und heute geht's bei Benjamin Lifestyle. Bei Benjamin Lifestyle geht es heute um die Vorteile von Videoproduktion. Hallo, willkommen. Ich bin Benjamin und wir reden heute über Videos und die Vorteile davon, wenn man sich selbst mal auf einem Video sieht und man in die Kamera spricht. Und fangen wir vielleicht einfach an. Ein Vorteil ist, dass man sich mal sieht, komplett, wenn man in die Kamera spricht. Man sieht, wie man artikuliert, wie man redet. Man kriegt direktes Feedback durch ein Video, wie die Stimme klingt, ist sie zu leise, ist sie zu laut, zu hoch, ne? Solche Sachen. Man kann gleich sehen, ob man beim Reden, oder wie die Mimik ist, oder dann noch weiterhin die Gestik, wie man die Hände einsetzt, ob man das zu doll macht, so übertreibt wie jetzt. Also, und ob man das so ganz subtil macht. Also nicht zu viel, nicht zu wenig. So wie es halt passt. Das kann man sehen. Weiterhin ein weiterer Vorteil, sich mal selber aufzunehmen auf Video, würde ich sagen, ist, dass man, ja, ob man zum Beispiel so ein bisschen ernst guckt, so. Oder so ein bisschen freundlicher beim Reden. Und man kann gleich mal ein wenig analysieren, ob man irgendwelche Sprachprobleme hat oder sowas. Ne? Irgendwelche Artikel, also irgendwelche, dass man irgendwelche Konsonanten, Vokale irgendwie falsch ausspricht oder so. Ja. Und das ist auch, weil das Ding ist ja, wenn man mit Leuten redet, man sieht ja sich nicht selber beim Reden. Und ja gut, man guckt zwar in den Spiegel und so, aber da redet man ja nicht, ne? Das wäre ein bisschen merkwürdig. Und so weiß man nicht genau, wie man so ankommt. Also ist zwar immer unterschiedlich von Person zu Person, aber man kriegt ja mal einen Eindruck. Ne? Das hatte ich zum Beispiel auch. Ich hatte letztes Semester in der Uni hatte ich einen Kurs. Und zwar, das war der Kurs Sprecherziehung und da mussten wir auch, da wurden wir halt, wir haben immer bestimmte Übungen gemacht. Im Semester Sprachübungen, Assoziationsübungen und so weiter. Und dann als so Prüfungsleistung mussten wir einen 5-Minuten-Vortrag vorbereiten über ein bestimmtes Thema, was mit unserem Studium zu tun hat. Und dann wurden wir aufgenommen. Und wir mussten halt zu den Leuten sprechen, die halt mit im Kurs saßen. Und das Video mussten wir dann im Nachhinein selber analysieren und selber analysieren und darüber schreiben. Und ja, das war echt sehr interessant und das hat mir auch irgendwie einen Anstoß gegeben, das mal hier auf meinem Kanal zu teilen. So ein paar Sachen. Die Vorteile davon, wenn man sich mal selbst auf Video aufnimmt. Alles klar. Bis zum nächsten Mal.